Hallihallo und herzlich willkommen zu Splinter Cell Blacklist. Da es hier kein Hauptmenü gibt, wie ich gerade festgestellt habe, fangen wir einfach mitten in der ersten Zwischensequenz an. Wir haben einen Tod. Scheiße. Wir werden jeden von euch Bastarden finden und erledigen. Amerika wird euch holen. Unnötig, General. Wir kommen freiwillig. Wie man hier schon gesehen hat, die Gesichtsanimationen sind nicht so hübsch. Laut Auftrag keine Waffen. Nicht während dieser Nummer. Wen interessiert's? General McGowan? Doch. Damit du dich nicht fürchtest. Ein kleines Souvenir aus Indonesien. Danke, Vic. Aber wenn ich ein Karambit für die Luftaufklärung brauche, haben wir zwei ein Problem. Steck ein. Wo bleibt Charlie mit dem Satellitentelefon? Hey, sorry. Ich habe das Schätzchen hier noch ein klein wenig modifiziert. Ist so eingestellt, dass die Basis nichts hört. Und warum? Na, weil das Militär gern schnüffelt. Dafür liebe ich dich, Kleiner. Sam. Abrücken. Ich will meinen Ballermann aber nicht hergeben. Upload. Sind drin. Männer, ihr König. Es geht los. Bauer bereit. Bauer bereit. Springer bereit. Turm bereit. Königin bereit. Ist noch was? Sag Sarah, dass ich für ein paar Tage offline bin. Sarah, die ist noch Single, oder? Nein, das heißt sicher nein. Hör auf, die Basis zu hacken. Wir sind hier Gäste. Aber die machen es mir so leicht. Video übertragen. Ich hab's. Codes für Bunkeranlage F, Gültigkeit 40 Tage. Lass ihn. Signale stören und abrücken. Jetzt ist die Blacklist aktiv. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis. Bitte kommen. Schrott gekauft? Das Funkgerät ist klasse. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis für Hubschrauber Landeplatz Alpha 9. Ach, egal, wir hängen. Scheiß auf die Vorschriften. Du musst danach voll drängen zu McGowans Pokerpartie. Was denkst du, wovon ich die Mühle hier bezahle? Lass ihn. Team Bravo melden. Bravo bereit. Los. Sind wir auf der Basis? Wir sind direkt am Außenbereich. Schwing den Hintern. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Hilf mir, ich sitze fest. Das Satellitentelefon. Ja. Scheiße, was ist da los? Alles okay? Sind abgestürzt, aber uns geht's gut. Das Munitionsdepot hat's wohl erwischt. Wo steckst du? Ich verstecke mich mit meinem Laptop unter einem LKW.
Alle Funkfrequenzen sind ausgefallen. Muss ein Störsender sein. Nordwestlich von euch. Bitte kommen. Okay, bleib, wo du bist. Wir finden den Sender. Komm schon! Wette, die Schweinehunde benutzen unsere Störsender. Wie kommst du darauf? Wird's genauso machen. Ja. Sei wachsam, Sam. So sieht's ja eigentlich ganz nett aus, Spiel, aber... Gesichtsanimation sind wir aus der Hölle hier. Wir haben es mit Profis zu tun und sind nicht einmal bewaffnet. Der Abflussgraben wird uns Schutz bieten. Scheiße, das war kein Mörser. Klang nach Katjuschas. Runter. Er ist da drüben. Bin dran. Da ist es unlogische Stimmen. Weg, nicht dagegen. Hey, da drüben nicht noch! Ah, Scheiße. Okay, alles klar. Schnell, gib mir mal einen Schubs. Wir müssen hier hinten nach. Gegner in Deckung. Okay. Einer von uns, zwei Gegner. Du nimmst den linken, ich den rechten. Hey! Ja? Schmeiß die Kamera an. Die Bravo-Kompanie hat einen Unteroffizier erwischt. Sie bringen ihn her. Gut, denn der hier macht's nicht mehr lange. Die Kamera ein. Ja, kleinen Moment. Wir müssen den Unteroffizier herschaffen. Der hier sieht aus wie tot. Ja, warte. Okay, bereit. Okay, läuft. Hey, Arschloch. Der ganz abgemurkst hier. Er verblutet. Solange der Funk gestört wird, können wir keine Hilfe anfordern. Ich stabilisiere. In Ordnung, weg. Viel Glück. Sie sind verwöhnt. Und faul. Das meine ich ja. Ohne Flugzeuge und Raketen können Sie überhaupt nicht kämpfen. Aber Sie können sterben wie jeder andere. So hat man mir das in die Arbeit gebracht. Ein Ausbilder müsste erschossen werden. Wir wollen maximalen Schaden. Gut, dann machen wir es auf deine Weise. Von Deckung zu Deckung hier schleichen. Ganz die Idioten hier abzumurksen. Alter, wie schnell geht man denn hier down? Ja, bloß brr gemacht und down. Und out. Und tot. Maximalen Schaden. Deine hübschen Spezialeffekte. Gut,
Dann machen wir es auf deine Weise. Alter. Instant down. Das ist übrigens Schwierigkeitsgrad normal. Wir sind verwöhnt. Und faul. Das meine ich ja. Ohne Flugzeuge und Raketen können sie überhaupt nicht kämpfen. Aber sie können sterben wie jeder andere. Hast du was gehört? Schüsse, Explosion. Was hattest du gesagt? Mögliche. Aber hier. Aber sie können sterben wie jeder andere. So hat man mir das im Miraba beigebracht. Ein Ausbilder müsste erschossen werden. Wir wollen maximalen Schaden. Willst du dich schnell für Spezialeffekte? Was soll ich denn machen? Dann machen wir es auf deine Weise. Danke. Achtung, Mann ausgefallen. Der Schütze ist da drüben. Ich weiß gar nicht, wie er auf dich kommt. Oh, hätte man das erste Abschnitt da lag schon. Scheiße. Okay, halt durch, Kleiner. Wir holen jetzt Hilfe. Nicht? Weißt du, wie man das Ding abschaltet? Arbeite daran. Wie geht's ihm? Frag nicht. Charlie, wir sind da. Okay, okay. Ihr müsst die Steuerspannung des Oszillators abschalten und so das Störsignal unterbrechen. Stillhalten, ja? Glücklichst. Nicht reden, okay? Charlie, reicht da nicht irgendein Schalter? Ist da ein blauer Knopf? Ja. Drück ihn. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Gehört Blacklist nicht stoppen. Sender ist Ausweg. Ihr stoppt die Blacklist nicht. Granate! Das war einer der Bösen. Sauerei. Die Nachricht über einen Großangriff auf den US-Militärstützpunkt auf der Insel Guam. Der verheerendste Angriff auf eine US-Basis seit Pearl Harbor. Alle Gruppen namens Engineers übernahmen die Verantwortung. Hat ein Internetvideo mit abschreckenden Aufnahmen des Angriffs veröffentlicht, um ihre Forderungen zu stellen. Sie nennen diese Attacken Blacklist. Blacklist, Blacklist. Paladin One und das Fourth Echelon-Team wurden aktiviert. Aber wir finden Mr. Fischer nicht. Sein Freund stirbt vielleicht. Finden Sie Victor Kost, dann finden Sie Sam. Hunderte von Toten in Guam, ein Countdown für weitere Angriffe auf Amerika. Die ganze Welt verlangt nach Antworten, Mr. Fischer, und ich habe keine. Das Fourth Echelon wird Sie finden müssen, doch das geht nur mit einem Anführer. Hört durch, Vic. Einer von Vicks Männern ist dabei und keine Fragen. Sie kriegen Charlie Cole.
Und Graham Stott hier hat einen der besten CIA-Agenten für die Missionsunterstützung angeheuert. Isaac Briggs. Und Graham ist raus. Sie wollte auch nicht, dass Sie an der Mission teilnehmen. Tut mir leid, Sam. Daraus wird nichts. Niemand arbeitet besser mit Ihnen, als Sie es tut. Willkommen im Fourth Echelon, Mr. Fischer. Ja. Ich fand den letzten Teil irgendwie besser. Ich weiß nicht warum, aber da war irgendwie... Konnte man sich besser identifizieren mit Sam. Das liebender Vater, der Zivilklamotten unterwegs ist. Ziemlich cool, oder? Fliegst du zum ersten Mal? Nein. Irgendwas Neues zur Struktur der Engineers? Noch nicht. Briggs und unsere Leute suchen nach möglichen Verbindungen. Was ist mit den Namen? Amerikas Freiheit, Amerikas Blut. Mögliche Anschläge. Alle mit Countdown. Wir haben 5 Tage bis Amerikas Konsum. Und die Zeit läuft. Die Analysen zu den möglichen Anschlagszielen laufen bereits. Ich erkläre dir den Flugzeugaufbau. Prototyp, Militärtransporter. Und zwar voller Modifikationen. Waffenkammer, Sanitätsstation, Gefängniszelle. Es bietet alles, was du auch am Boden hast. Aber völlig mobil, wie in der guten alten Zeit. Probleme, Briggs? Mein subdermales Funkgerät wurde eingesetzt, vermutlich mit einem Hammer. Neben dem Baby sieht Air Force One wie ein Papierflugzeug aus, Sam. Willst du über Verbesserungen sprechen? Nein, erklär erst mal alles. Nachrichten- und Internetdatengewinnung, Prognosesoftware, Foto- und Videoforensik. Außerdem noch verdeckter Zugriff auf ausländische Aufklärungssysteme und die Gesichtserkennung von CIA, NSA, DCS und FBI. Alles in Echtzeit. Ist es das, mit dem du so angibst? Das SMI? Strategic Mission Interface. Wir haben deutliche Verbesserungen an Charlies Ursprungsmodell durchgeführt. Er wird es dir erklären. Das Beste ist, du kannst alles steuern, und zwar von hier oder über dein Opset, wenn du im Einsatz bist. Beeindruckend. Okay, melde dich, wenn du was willst. Ich muss mich um meine Bude kümmern. Danke, Charlie. Hallo, Schatz, ich bin's. Dad, hi. Wie geht's dir? Ich hab die Nachrichten und das Blacklist-Video gesehen und... Mir geht's gut. Ich darf dir nicht sagen, was ich mache, aber... Das weiß ich doch. Aber geht es dir und Onkel Vic gut? Vic ist der Grund meines Anrufs. Es hat ihn in Guam böse erwischt. Aber er wird doch gesund. Sag mir, dass er gesund wird. Er ist ein zäher Hund. Und sie kümmern sich gut um ihn. Das ist keine Antwort. Wo ist er? Walter Reed? Ich kann da hinfahren. Ist nicht nötig. Er ist mit einem Krankentransport auf dem Weg nach Landstuhl. Charlie behält ihn für mich im Auge. Sobald du was hörst, irgendwas, sagst du Bescheid, okay? Hörst du das? Ja, versprochen. Aber jetzt muss ich los. Verstehe. Aber melde dich ab und zu, damit ich weiß, dass du noch lebst. Mach ich. Hab dich lieb, Dad. Ich dich auch. Kein kompliziertes Passwort oder so. Dieses halb offene Flugzeug ist irgendwie... Sam, ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Hey, Sam. Hör zu, Sam. Wir haben viel Arbeit vor uns. Vielleicht sollten wir uns aussprechen. Vorbei ist vorbei. Das Wie du sagtest, wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Wolltest du nicht Nachforschungen anstellen?
Ich habe die Netzaktivitäten der Engineers untersucht. 60% ihres Traffics wandert durch einen Knotenpunkt, der sich im Privatbesitz befindet und vor der Küste liegt. Können wir den anzapfen? Dazu sind sie zu klug. Wir müssten es auf die harte Tour versuchen. Wo ist die Anlage? Vor der englischen Küste ist eine umgebaute Festung. Der Kerl, dem sie gehört, macht mit diesen Dienstleistungen Millionen. Ich gehe rein, verwanze alles und verschwinde? Ohne gesehen zu werden, sonst vernichten die alle Daten. Ja, mehr Upgrades sind nicht drin. Das ist jetzt eine Verarschung, dieser Ladescreen, oder was wird das? Sam. Na, Briggs? Schon eingelebt? Ich gebe mir Mühe. Ich kann mich für Missionen normalerweise länger vorbereiten. Die CIA ist zu groß, um schnell zu agieren. Bei Operationen wie diesen kommt es auf jede Sekunde an. Ist schon klar. Ich wünschte nur, ich hätte mehr Zeit. Du gewöhnst dich dran. Neuigkeiten von der Mission, an der du gearbeitet hast? Hat hohe Priorität und wird immer höher. Unsere Jungs in Kaschmir haben haufenweise Funksprüche von Schmugglern an der Grenze abgefangen. Was transportieren die, das für uns von Interesse wäre? Angeblich eine Atombombe. Wir kennen die Quelle nicht, doch wenn es stimmt... Dann müssen wir sofort handeln. Ja, die Schmuggler sind aus Kargil, an der pakistanischen Grenze. Die Polizei dort ist gekauft. Dann bitten wir die schon mal nicht um Hilfe. Und gehen direkt an die Quelle. Ah, okay, die wäre zwei Spieler gewesen. Das war's vorerst. Freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich verstehe, ich verstehe. Das ist wiederum cool, dass man das im Splitscreen spielen könnte. Wenn man denn Freunde hätte. Verdammt! Verdammt! Hast du die Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, Moment! Ah! Au! Hey Sam, ich bin hier so gut wie fertig. Ich muss nur noch ein paar Komponenten übertakten und checken, ob meine Materialanforderung von Ihrer Majestät genehmigt wurde. Melde dich, wenn es Probleme gibt. Okay. Hübsch! Coole Werkstatt, was? Damit werde ich eine Menge Reparaturen selbst ausführen können und mit den richtigen Ersatzteilen und etwas Barem kann ich krasse Modifikationen deiner Ausrüstung testen. Klingt, als sei ich in besten Händen. Zweifellos. Hey, soll ich schon was besorgen? Ja, dir vielleicht einen Schutzhelm. Ja, danke. Woran arbeitest du, außer Grimm zu nerven? Ich finde alles über unsere Freunde raus. Ich habe meine Äuglein überall. Sehen die mehr als das SMI? Keine Ahnung, aber wir werden es bald wissen. Einer meiner Freunde ist ein Pakistani, der im Jemen lebt. Er hat bei der Botschaft einen toten Briefkasten eingerichtet. Einen toten Briefkasten? Hat er eine E-Mail-Phobie? Die Daten sind zu heiß. Er hat mir gesagt, dass Leute danach suchen würden. Vertraust du ihm genug, um mich reinzuschicken? Ja. Ja, das tue ich. Dann an die Arbeit. Ausrüstung anpassen. Mal gucken.
Zeit. Blendgranaten Wühne, Kontaktjoker Mächte Anhalt. Ja, Kevlar-Gewebe wäre schon mal nicht so schlecht. Was wiederum cool ist, dass man den Typen ja jetzt ein bisschen modifizieren kann. Machen wir hier mal Kevlar-Weste drauf. Und vernünftige Handschuhe. Den Rest machen wir später. Jetzt gehen wir nur zum SMI. Gute Arbeit, Charlie. Danke. Wo du das Teil hast. Sam, hätte ich fast vergessen. Dein Opset. Neu und verbessert. Dient als eine Art SMI-Light, wenn du im Einsatz bist. Datenübertragungen, Drohnensteuerung, Scans. Okay. Es muss nur noch kurz ans SMI, um kalibriert zu werden. Dann kann's losgehen. Danke, Charlie. Ah, jetzt bin ich quasi im Hauptmenü. Okay. So, jetzt sollte ich wissen, was euch mehr interessiert. Jetzt machen wir mal eine Mission Singleplayer und dann haben wir eine Multiplayer noch. Dann passt es. Heute wurde in Ansbach, Deutschland, ein Demonstrant von einem Wachposten angeschossen, nachdem dieser ihn... Was passiert da in Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andrew Coben. Sagt euch das was? Sam. Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? Es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen? Und das nach Guam? Wieso überlassen wir es nicht der CIA, ihn zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Briggs. Du bist jetzt in unserem Team. Sicher. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur zu den Engineers. Niemand verhört ihn außer uns. Wer ist Andrew Coben? Andrew Coben. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Was machen wir, Sam? Töten. Wow. Zeig mir den Unterschlupf. Was da? Das ist eine üble Gegend. Ich weiß. Komisch, was? Normalerweise sind CIA-Einsätze im Mittleren Osten doch viel besser für alle zu erkennen. Konzentrieren. Am besten durchquerst du hier den Bazar. Auf dein Zeichen verlässt mein Kontakt den Unterschlupf und du hast danach freien Zugriff auf Coben. Auf Bildschirmen sieht es nie schwierig aus, Grimm. Damit das klar ist, Sam, unser Ziel lautet, den Mann zu befreien. Und zwar lebend.
Jetzt du. Zeig mir die besten Beobachtungspunkte. Die beste Sicht hätte man hier und da. Sieht gut aus. Schnapp dir was Schallgedämpftes. Soll ich für Feuerschutz sorgen oder ein Ziel ausschalten? Charlie, du musst uns einen fahrbaren Untersatz besorgen. Was Unauffälliges. Ein Transporter. Geht klar. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Such lieber einen geeigneten Punkt für die Exfiltration. Irgendwo hier. Soweit alles klar? Beeilt euch mit den Vorbereitungen. Cockpit, wir fliegen nach Benghazi. Grimm sagt, dass Coben am Leben bleiben muss. Keine Toten. Benutze Rauch- und Blendgranaten. Keine Splittergranaten. Ich will aber Leute töten, töten, töten. Rauch- und Splittergranaten. Eieieiei. 30 Minuten eigentlich noch gar nichts erreicht. Das ist bitter. Kontakt zum Versteck? Bin gerade angekommen. Sieht nicht gut aus. Auf dem Platz sind überall Milizen. Ich betrete den Platz. Die Milizen blockieren den Vordereingang. Sam, soll ich einen Positionswechsel durchführen und zu dir stoßen? Behalt den Platz von Südwesten her im Auge. Bestätigt. Rücke vor. Grim, versuch's weiter. Meld dich, wenn du die Kontaktperson erreichst. Okay. Ah ja, und jetzt heißt es wieder Kletteräffchen, Kletter. Kann ich helfen? Toilette, haben Sie eine? In der Gasse. Shukran. Neuigkeiten von der Kontaktperson? Negativ. Überall Milizen, Sam. Ich sagte, das würde kein Spaziergang. Briggs, Status. Bin noch in Bewegung. Ich sehe jede Menge Milizen da unten. Könnte laut werden. Wir werden so leise wie möglich sein. Ich gehe zum Seiteneingang. Das ist das amerikanische Essen. Die von der CIA fressen nur Cheeseburger und sind tonnenschwer. Hoffentlich hat ihm der letzte geschmeckt. Wenn er zu Hause geblieben wäre, hätte er noch welche haben können. Doch stattdessen kam er hierher. Wenn du dem Boss in die Quere kommen solltest, kann dich das dein Leben kosten. Ich bin sicher, der Typ wollte diesen elenden Feigling Coben auch nicht verteidigen. Wir könnten ihn fragen, wenn er nicht tot wäre. Wenn wir ihn fragen könnten, wäre er sicher deiner Meinung. Bist du witzig? Wie lange müssen wir draußen warten? So lange, wie es sein muss. Briggs, kannst du erkennen, was sich im Unterschlupf befindet? Negativ. Bin noch in Bewegung. Willst du das nicht? Keine Zeit. Ich gehe jetzt rein. So, erstmal die Leichen hier entsorgen.
So. Ist ja kein Plan, womit er gesehen oder gehört hat. Charlie, hab einen USB-Stick gefunden. Cool. Ich suche darauf nach Infos über die Engineers und gebe dir Bescheid. Du hast mehrere Ziele vor dir. Eins auf dem Balkon. Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Geh in den Raum rechts von dir. Dann aus dem Fenster und am Vorsprung entlang. Gute Arbeit. Einfach ignorieren. Nicht zum Fenster lang, hat mir der gesagt. Am Vorsprung entlang hieß es. Blenden funktioniert wieder. Der hätte direkt durch die Vordertür gehen können. Wäre wahrscheinlich vernünftiger gewesen. Lädt man denn hier nach? Das muss man jetzt über. Hier schießt jemand! Was? Da ist er! Mann, warum kann ich denn hier nirgends nachladen? In Position, Sam. Eine Spur von der Kontaktperson? Nicht zu sehen. Verstanden. Hast du was aus dem Gefangenen rausbekommen? Ja. Ja. Minho! Nein, ist noch keiner gekommen. Hey, warte einen Moment. Was ist das? Ich habe es nur mit Idioten zu tun. Nein, mehr haben wir nicht. Er wollte nicht reden. Ja, sie durchsuchen den Rest davon. Kein Problem. Gute Arbeit. Paket gesichert. Verstanden. Falscher Mann. Du hattest bestätigt, dass Corbin hier ist, Briggs. Körperbau, Position. Ich hatte vermutet... Du hast nichts zu vermuten, während ich im Einsatz bin. Sam, was ist los?
Deine Kontaktperson hat sie erwischt. Weitere Milizen nähern sich. Du musst sofort verschwinden. Okay, alle Optionen, und zwar vorgestern. Sekunde. Oh ja, das ist was für mich. Verbind das Telefon mit dem Offset. Ich hack das Billigteil in 0, nichts. Okay, Charlie, ist verbunden. Okay, ja, ja. Na komm schon, Charlie. Erledigt. Wow, da sind vielleicht abgefahrene Pornos drauf. Wir suchen nach einem Ort. Richtig. Verfolgeranruf. Das ist cool, das mit den Wänden. Das fand ich im letzten Teil schon cool. Gar nicht gut. Ist eine Polizeistation. Briggs, klar machen für Evakuierung. Ja, verstanden. Transporter setzt Truppen ab. Es sind etwa ein Dutzend. Rücke vor. Kriegst Feuerschutz. Ich habe eine Blaupause der Polizeistation besorgt. Sieht nicht gut aus. Milizen haben sie übernommen und befestigt. Negativ. Corbin ist unsere Spur zu den Hintermännern von Blacklist. Wir gehen nicht ohne ihn. Geht weiter, ich lenke ihr Feuer auf mich. Briggs, du kannst nicht alle stoppen. Positionswechsel. Bestätigt. Ich rücke ab. So ist es. Schicke dir eine Abkürzung zur Polizeistation auf dein Offset. Verstanden. Jetzt geht er um. Yalla. Yalla am Arsch. Hier ist wieder Mülleimer. Komm, voll rein. Ihr alle, verteilt euch und sucht. Ach Mann, oh, ihr stinkt. Alle miteinander.
So, jetzt ist er aus Leiche entsorgt. Und zwar alle! Verteilen, alles durchsuchen! Hinter, Peter. Was war das? Ich sehe mal nach. War vermutlich nichts. Such weiter. Mann, ist das ätzend, ätzend, wie ich sag. Warum lässt du denn ja nicht knifen? Was soll denn das? Liegt das ganze Spiel auf Nahkampfkills und dann passiert nichts. Ja, jetzt zahlt wieder so ein Typ weg. Bereich sicher. Bestätigt, setzt die Suche weiter fort. Dieses Mal geht es, glaube ich, besser voran. Etwas zumindest. Вдруг надо!
Ist das ätzend, ey. Warum kann man die Scheiße denn wegkneifen einfach? Dabei lasse ich es dann auch gut sein, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich bin jetzt schon am Sack. So, aber dann gucken wir noch ganz kurz in. Ach, gucken wir noch kurz in Multiplayer rein. Wobei, lassen wir es gut sein. Ich finde es grafisch ganz nett. Für Schleichfans ist es sicher lustig. Ich mochte den letzten Teil mehr, weil da hatte man mehr Möglichkeiten im Endeffekt. Also man konnte wirklich total aggro spielen und alles wegrotzen, was sich einen Weg stellt. Oder total freundlich spielen und die Gegner umgehen oder einfach silent killen. Hier ist man schon wieder zu gezwungen, alles zu machen. Das geht mir tierisch am Sack daher. Habe ich darauf eigentlich ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr. Ja, wie ihr seht, komme ich ja auf keinen Server mehr drauf. Daher lasse ich es einfach ganz gut sein. Fazit folgt noch. Ich hoffe, ihr habt den ersten Einblick ins Spiel bekommen. Und wünsche euch viel Spaß damit, falls ihr spielt. Wer das nächste Spiel, glaube ich, hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel verpasst. Und von dem her sage ich mal ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Don.